Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans, Let's Play Clash of Clans hier live. Also, wir machen so ein bisschen live heute was, aber was hat das eigentlich nur noch live oder immer wieder live oder so viel live? Was hat das eigentlich damit auf sich? Das kann ich euch ganz einfach verraten, denn ich bin die ganze Woche jetzt schon, man höre und staune, auf einer anderen Plattform. Ich blende euch das gleich mal unten ein, wie das immer bei uns im Discord aussieht, wenn ich live gehe. Und das habe ich jetzt schon die ganze Woche gemacht, beziehungsweise gestern und vorgestern. Ich denke mal, das werde ich auch heute Abend wieder für euch machen, beziehungsweise für die, die mich da ganz gerne verfolgen würden. Und dementsprechend werden wir uns hoffentlich sehen. Ich weiß es nicht. Ich muss mal so ein bisschen. Ich habe gestern schon gesagt, ich habe ja eigentlich schon die Werbetrommel gerührt. Und hier haben wir einen Drachen. Das ist natürlich nicht so gut. Da haben wir einen Drachen. Das ist nicht so schick. Der muss da weg. Erstmal so ein bisschen giften hier. Und dann haben wir. Ah, hier wieder den Feger. Feger. So, den haben wir aber erst einmal im Griff hier. Und jetzt kommen noch die Allzauber. Ah, die Allzauber kriege ich hier an der Maus nie so richtig geklickt, muss ich sagen, beziehungsweise am Emulator. Aber ist nicht so schlimm. Ich glaube, den haben wir noch ganz gut gemacht, denn wir haben ja auch noch Ziele. Also ich habe zumindest noch Ziele. Die werde ich euch gleich erklären. Ihr habt euch sicherlich schon die Clanspiel-Rewards abgeholt. Und auch da ist mir mal was gelungen. Hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht. Mal sehen, nehmen wir das ganze Elex noch mit. Jo, das ganze Elex nehmen wir in jedem Fall noch mit hier. Das ist nicht schlecht, denn ich brauche das Elex. Ich will nämlich noch eine Mauer wenigstens mit Elixier machen. Und dann wollen wir noch eine neue Truppe heute anstoßen, in jedem Fall. Also den haben wir erstmal live gemacht, aber wenn ihr, wie gesagt, mehr live sehen wollt, schaut einfach bei mir vorbei. Ich blende euch das am Ende auch nochmal ein und ja, vielleicht sehen wir uns da. Ich habe jetzt die 4 Millionen endlich hier drin, also ihr seht das auch selber, ich habe einen Bauarbeiter frei und ich baue jetzt aber diese Armee, ich glaube, ich baue die Armee hier nochmal nach. Warum das so ist, das werde ich euch gleich sagen. Was habe ich hier genommen? 12, 1, 2, 3, okay. 12 von denen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jo. Oh, jetzt habe ich nur noch 3, 9. Oh, das geht nicht, das ist zu wenig, die muss ich erstmal wegmachen. Also machen wir erstmal, holen wir uns erstmal die Clanspiel-Rewards hier ab. Ich habe jetzt so ein bisschen darauf hingearbeitet, dass ich zumindest wieder alle Tränke hier voll bekomme. Hier nehmen wir mal die Gems, hier nehmen wir die beiden, meine Lieblings-Potions. Hier nehmen wir nicht den Hammer, sondern wir nehmen das Truppenbuch, denn ich will hier eine Truppe fertigstellen und noch ein Heldenbuch. Ah, das ist echt super. Und ihr seht das hier, ich habe 5150 erspielt und bin diesmal Erster hier im Clan. Yes! Ich habe es also noch mit dem letzten Clanspiel gerissen. Ich habe mir 3950 Punkte angesammelt und habe dann noch ein 2000er oder nee, 1200er Clanspiel gemacht. Was ich allerdings nicht wusste, man hat mich dann wieder eines Besseren belehrt. Was ich mal wieder nicht wusste, ist, dass hier unten in den Errungenschaften, wo sind wir denn hier? Hier unten, Clan bzw. Games Champion, da zählen die Punkte direkt, wenn man die Clan-Spiele macht. Also ich habe gedacht, das zählt erst am Ende. Ich habe das nie im Blick gehabt hier, dass das hochzählt, wenn ich das Clan-Spiel also mache. Ich hoffe, mit dem nächsten Clan-Spiel habe ich endlich die 50.000 Punkte. Und ja, was verpasst ihr eigentlich abends, wenn ich live gehe? Ihr verpasst in 7 Stunden, seht ihr hier, fängt unser Clankrieg wieder an und wenn ich mich nicht ganz täusche, ich schaue mal eben nach für euch, dann fängt mein Livestream schon in, ich gucke mal gerade nach, ich habe nämlich auf der Seite einen Ticker am Laufen, da könnt ihr das eigentlich ganz gut verfolgen, wann ich wieder live reinkomme und zwar einmal unter meinem Kanal. Sehen wir einen Ticker. Im Moment bin ich offline. Jawohl, 6 Stunden 59. Also wir kriegen in jedem Fall wieder live was rein. Das freut mich natürlich, wenn es denn wieder sowas Spannendes ist wie gestern Abend. Gestern Abend war ja der Hammer. 57 hier.
Mann, Mann, Mann. Und die letzten Sterne übrigens, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die hat der Swoosh für uns geholt. Das habe ich gar nicht verkannt hier. Mit von Nummer 2 auf Nummer 3 hier, also 12 auf 12. Wir haben hier jede Menge Action gesehen und auch in den anderen Clans. Also ich bin gestern wieder heftig hin und her gesprungen. Gab es natürlich richtig was zu gucken. Wir haben ein bisschen gefarmt. Ich habe sogar Dörfer besucht, auch nicht schlecht tatsächlich. Und aber es macht mir im Moment etwas mehr Laune als hier auf YouTube, muss ich sagen. Hat vielleicht den Grund, dass auf YouTube, ich denke, da seid ihr gesättigt an Livestreams. Und deswegen versuche ich so ein bisschen Erfolge auf der anderen Plattform, ich sag mal, für diese Szene hier herbeizukommen oder herbeizusagen, keine Ahnung. Denn ja, Clash of Clans ist jetzt auf Twitch nicht so der Brüller, aber es macht nichts. Vielleicht kommt es ja wieder. Wissen wir alle nicht. Ich mache es ganz gerne. Wir sind dann abends so eine kleine, treue Truppe dort. 2,5 Stunden mache ich in der Regel von 8:30 bis 11 Uhr. Und bisher habe ich das immer eingehalten. Ich war immer pünktlich und ich habe auch fast pünktlich aufgehört. Also ein paar Minuten wurde es dann immer ein bisschen später. Das war aber nicht so schlimm. Hoffe ich zumindest mal. Und gucken wir mal, wie der Swoosh das hier eigentlich gemacht hat. Die gestern Abend live dabei waren, haben diesen Kampf auch live gesehen. Und haben sie ihn live gesehen. Ich glaube, sie haben ihn live gesehen. Und heute Abend kriegen wir sicherlich was rein. Ich will heute Abend auch sicherlich am Tablet wieder, ganz zum Unmut meines Clans, sicherlich mit dem Rathaus 9er. Ich bin mit beiden Rathäusern hier bei den Spätzle mit Soos im Clankrieg mit dem Rathaus 9er sicherlich am Tablet ein bisschen was machen. Denn wir 9er sollen ja mal ein bisschen eher angreifen, dass so ein bisschen geplant werden kann nach oben hin, 10er, 11er und so weiter. Also schauen wir mal, was das heute Abend gibt. Ich freue mich in jedem Fall über jeden neuen Zuschauer, gar keine Frage. Und die Spielchen habe ich immer noch nicht eingebaut oder Ranking-Systeme etc. Werde ich aber machen. Muss ich nun meinen Stammprogrammierer mal rankriegen. Der war gestern Abend auch da. Also auch das habe ich gestern Abend gehabt. Ich hatte nämlich meinen Discord einfach mal mit drin. Da haben sich so ein paar drin rumgelümmelt und die haben dann auch einfach mal ein bisschen was gesagt, zumindest immer dann, wenn ich sie angesprochen habe. Fand ich auch sehr, sehr nett. Sind halt Meinungen von Spielern für Spieler und von daher ist das eine ganz gesellige Sache. Arthur, gut gemacht hier. Ich sehe das jetzt gerade, dass die vielen Skelette hier den letzten Tesla hier noch zu Leibe rücken und dann war das waren unsere Siegsterne, aber prozentual gewonnen. Hier in dem anderen Clan, wo ich mit dem AFA bin, haben wir auch gewonnen. Hier fordere ich jetzt erstmal kurz einmal Truppen an, den Worden kurz umgestellt und halt. Du tust schon wieder ganz durcheinander. Also ich will erstmal den hier fertig machen mit dem Buch. Ja, den mache ich erstmal fertig mit dem Buch. Damit habe ich den Packer jetzt auch auf Max. Und ich habe die Truppe ja jetzt auch schon ausgebildet. Das heißt, er ist jetzt hier auch schon maxed. Und hier kommt er natürlich jetzt noch nicht maxed raus. Ah, nee, die habe ich ja eben abgebrochen. Okay, das hat den ganz einfachen Grund, dass wir natürlich auch unsere Bauarbeiter wieder ein bisschen weiter beschäftigen wollen. Dann machen wir hier hinten eine Mauer. Ne? Eine Mauer mit Elex. Jawohl, eine Mauer mit Elex. Jetzt, ich muss genau überlegen, was ich eigentlich immer mache. Jetzt nehme ich die Fehlrune hier und fülle mir einmal das ganze Elex auf. Jawohl. Damit kann ich dann. Oh, ich habe ja doch noch was über. Auch nicht schlecht, das wusste ich gar nicht. Ich wollte den Drachen machen. Okay, dann lassen wir den mal 14 Tage laufen, den Drachen. Damit habe ich ja noch eine Million. Und hier habe ich nämlich nur so ein bisschen was drin. Also kann ich ja doch noch ein bisschen was nachbauen hier. Ich hatte hier eben auch Schub. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und 2, 4, 1. 2, 4, 1. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1. So passt es. Jetzt kann ich dann auch die. Ja, okay. Ich nehme doch mal andere Zauber mit. So. 1, 2. Ah ne, ich nehme lieber ein Gift mit. Alles klar. Also, ich mache einen kurzen Cut. Lass mal kurz die Queen recken. Und dann machen wir hier noch einen Live-Angriff. Jo, jetzt habe ich zwar einen gefunden, weiß aber gar nicht, wie ich den eigentlich machen will. Okay, ich weiß gar nicht, wie ich den machen will. Dann ich check das mal. Ich gehe mal hier über Ecke rein mit meinen. Ja, die habe ich auch noch nicht benutzt. Ich habe die Riesen hier auch noch nicht benutzt. Auch das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich muss ja jetzt allerdings kurz mal so ein bisschen ein wenig funneln.
Sonst bekomme ich hier meine Packies gleich nicht rein. So, wir haben hier ein paar Mauerbrecher und schicken jetzt mal hier die Packer rein. Das Witzige ist, ich nehme jetzt mal mein Flugschiff hier. Das ist wirklich, wirklich, wirklich witzig. Ja, ich habe eben vergessen, mir eine Karre in die Clanbuch hier reinspenden zu lassen. Und beziehungsweise ich habe erst mal gar keine angefordert. So, wo haben wir denn eigentlich noch was am Laufen hier? Wo sind denn eigentlich? Oh nein, ich habe die Queen vergessen. Ah, wie immer. Tutor hat wie immer die Queen vergessen. Wo sind eigentlich meine Heiler? Ah, da hinten mit den Packers. Das ist super. Das ist schon mal nicht schlecht. Das ist ja ein schöner Rundlauf, sage ich mal. Also das erste Mal, dass ich auch überhaupt die dicken Riesen hier benutze. Die habe ich noch nicht. Ja, die habe ich noch nicht einmal gebaut gehabt, seitdem ich sie jetzt habe. Ist natürlich ein bisschen schade eigentlich. Denn ist ja eigentlich eine super Truppe hier. In Zusammenarbeit mit den Packers einfach mal wieder eine etwas andere Armee zugange haben hier. Und so, der Heiler ist noch da. Ich glaube, ich heile die hier noch mal durch. Oh nein. Oh shit, jetzt habe ich nichts mehr, was mir da die Skelette wegmacht. Ah, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir haben auf jeden Fall den ganzen Loot bekommen hier. Also das, was wir hier noch haben wollten. In der Mitte ist jetzt noch ein... Ist leider noch ein Multi-Inferno-Stern stehen geblieben. Aber was wollen die denn eigentlich? Okay, die wollen da durch die Mauer durch. Ah, die Packer sind... Ist auf Max echt lecker. Super Truppe hier, zusammen mit dem Dicken, der ist jetzt auf 57. Ich versuche auf jeden Fall heute noch den King auf 58 zu bekommen, dass ich den heute Abend im Livestream schon ein Level weiter habe. Oder wir farmen da dann einfach weiter. Und aber keine schlechte Sache hier. Also super. Und einen Bauarbeiter können wir auch beschäftigen. Ich muss die Packers leider auslaufen lassen. Ich kann euch das jetzt nicht vorspulen, also 30 Sekunden müsst ihr das Ganze hier noch ertragen. Aber ich erfreue mich einfach an den Jungs hier, an den Mädels, die jetzt noch so einen schönen Schimmer haben, so einen violetten, ist das so, violett-pinken Schimmer. Und hier sind noch zwei von den kleinen Wusels auch noch dabei, von den Barbaren. Und mal sehen. Sieht ganz gut aus, 4 Sekunden, da kriegen wir noch alles. 1, 2, schade, nicht mehr ganz alles bekommen, aber ich glaube, war eine ganz gute Sache. Ich habe auch ein bisschen Pokale gedroppt, muss ich sagen. Ich habe ein bisschen gedroppt, denn da oben in Titan 1 hat es mich schon wieder eben abgenervt, die Lupe. Ich bin eben erst wieder runtergegangen für euch kurz vor der Folge hier und ich weiß eigentlich gar nicht, was mache ich denn hier jetzt weiter? Kanone? Ah, ich glaube, wir müssen mal einen Flächenschaden machen. Oh, da muss ich noch ein bisschen was für reinfahren. Das ist natürlich nicht so schick. Schaffen wir das noch? 11,9. Wir haben, ja, 11,2. Alles klar. Ich glaube, wir machen den ersten Flächenschaden hier. Der erste Wizard Tower soll mal 14 Tage auf seine Reise gehen. Dann bin ich jetzt blank und habe auch wieder was zu tun. Also, ich hoffe, wir sehen uns und wir hören uns. Und die Folge hat euch hier so ein kleines bisschen Spaß gemacht. Also, viel mehr live von mir. Ich hoffe, dass das immer bringen kann. Aber wir haben natürlich immer ein bisschen CK dabei. Bis dahin, euer Toto. Bis dann.